Was ist los hier? Guten Morgen im Laden, auf alle Fälle. Wünsche ich euch. Prost an alle Kaffeetrinker. Lasst es euch gut schmecken. Ich habe gestern ja schon dieses Specialized vorbereitet. Und zwar habe ich überall neue Züge eingefädelt, was sehr anstrengend war. Kann ich nicht zeigen, wie ich das gemacht habe. Aus dem Grund, weil da ein Kumpel hier war, der sich ein bisschen Probleme hat und sich ein bisschen ausgesprochen hat. Und das habe ich nebenbei gemacht, deswegen kann ich das jetzt nicht zeigen, wie ich das vorbereitet habe, wie ich die Züge eingefädelt habe, die alten rausgebaut habe. Aber ich kann euch heute zeigen, wie ich den Steuersatz mir mal anschaue und zu Gemüte führe. Ob der hier einen neuen braucht oder nicht, werden wir eben dann feststellen. Schaltröllchen hinten habe ich auch getauscht. Da waren Schaltröllchen drin, die aber super ausgeschlagen waren. Und ich hatte hier noch welche rumliegen, die noch recht gut waren und auch farbdesigntechnisch ganz gut passen. Irgendwie finde ich ganz gut, die sind so rot. Das ist ja auch ein paar rote Akzente, hat das ja. Ja, die nehmen wir jetzt halt einfach, ne? Und die, die drin waren, ja, waren ja super schmalzig, super dreckig und mega ausgeschlagen. Das Schaltwerk habe ich schon gereinigt auch, ja, also das ist jetzt wieder beweglich. Das ist alles viel Arbeit, das lohnt sich ja überhaupt nicht. Normalerweise nimmst du das Schaltwerk ab, baust neue dran, fertig aus. Ne? So, in den größeren Buden macht man nicht so. Hier tauscht man halt Schaltröllchen von links nach rechts. Für die Leute, die sich fragen, warum hast du keine neuen Schaltröllchen genommen? Ich bekomme gerade keine neuen Schaltröllchen. Gibt keine. Ja, mit langer Wartezeit, ja, über das Internet. Ja, irgendwie, also so musst du so was wie 3-4 Tage warten. Geht aber nicht, weil ich muss nur heute ran. Weil ich will das Ding ja so gut wie wirklich heute fertig haben. Und eben nächste Woche irgendwann, das ist halt doof. Spätestens am Montag musst du das hier eigentlich wieder raus. Die Leute wollen nämlich so kurz wie möglich auf die Regalung verzichten und dann müssen sie halt auch Kompromisse eingehen. Bei meinem Großhändler ist gerade alles ausverkauft, was Schaltröllchen und so angeht. Warum auch immer die Leute auf ihre Schaltröllchen kaufen, ich habe keine Ahnung. Zumindest sind die alle nicht lieferbar markiert. Ah! Einmal fasst man an und sofort ist man infiziert. So, 8-fach Schaltung haben wir, brauchen wir eine 8-fach Kassette und eine 8-fach Kette und diese wunderschönen Kettenblätter. Mann, ich weiß nicht, was das ist. 130er noch Kreis, ne? Bei solch dreckigen Rädern ist es total doof, so eine Klamotte anzuziehen. Die habe ich jetzt schon wieder eingesaut. Sonst klappt es immer, aber das ist wirklich ein Ticken zu hart. Ich zieh mich mal eben um. Okay, wir schauen nach dem Steuersatz jetzt. Warum schauen wir nach dem Steuersatz? Weil hier unten schon blutrot rausläuft quasi. Schon ausblutet. Der gute Headcap. Mei, oh mei, oh mei. Achtung. Hui. Lager drin. Hallo Lager. Noch leider ein Lager. Wo bist du, mein Lager? Meier. Okay, ich glaube, das können wir uns sparen. Wir versuchen zu servicen. Einmal ab. Ab.
Ab. Wenn sie denn so aussehen. Oh, hier fallen schon die Kugeln raus. Das ist eigentlich lagertot. Ne? Also da würde ich hier das Lager nicht mehr verwenden. Das wird abgeschlagen und da kommt ein neues drin. Fertig. Fertig aus. Das war's. Taxi. Das ist anders. Ich habe da wirklich keine Lust drauf, dass sie das auf Stress schieben oder so, weißt du? Aber meinen Stress hast du auf alle Fälle, aber. Ja, aber das habe ich auch schon die ganze Zeit so. Ja. Meinst du, das schlägt jetzt auf einmal so durch? Ach, das wäre auch nur eine super Erklärung. Ja, das ist so ein, wenn man nichts anderes findet, wa? Dann ist es wahrscheinlich das. Machst du denn? Aber ich habe sowieso Herzrasen. Auch noch, ja? Ja. Was haben wir denn noch alles? Besonders wenn ich liege. Was? Wenn ich liege. Was ist denn nur zu? Was? Ja. Ich muss das schon modifizieren hier. Grüß dich auf. Was ist dein Fahrrad? Jetzt ein Kundenauftrag. Eigentlich ein sehr guter. Habe ich auch schon angefangen, aber. Grüß dich auf. Die Gabel fällt auseinander. Jetzt auch noch. Ich meine, da haben wir schon so viel zu machen. Ist ja alles. Eigentlich ist nur der Rahmen. Steuersatz, Antrieb, Schaltröllchen habe ich jetzt schon andere drin. Kettenblätter sind bestellt. Gabel. Dann fällt der GAU. Dazu muss ich die Bremse abkriegen, die Bremse kriegt gerade nicht ab. Ich heute Morgen schon gemerkt. Später. Nein. Warum tust du mir das an? Nicht auf der Höhe. Nächste Woche habe ich einen Einstellungstest. Der Ring hier ist drauf gealtert, der geht nicht mehr ab. Auf dem Ring war dieser Ring. Das ist ein Lagersitz von oben eigentlich. Also der sitzt eigentlich hier oben drauf. Und hat er noch mal diesen Keil da drin. Ah nee, der war jetzt auch unten. Damit das Ganze höher kommt. Habe ich so noch nie gesehen. Aber es ist wahrscheinlich ein Adapter von Industrie-Lager, von gekapselten Lager auf Kugellager. Also es kann schon sein, dass das Original ist. Und das nächste Problem ist, dass die Gabel nicht mehr die Bremse loslässt. Das ist eine Einheit. Und die Gabel bläht auf. Die macht schon richtig dicke Backen hier. Überall ist Fraß drunter. Aluminiumfraß oder was? Carbon oder was ist denn das überhaupt für ein? Bei Bremse sowieso. Ja, der Speicher heißt den Holdet. Die Bremse ist ja eh angebrochen. Oh ey, das ist ja ein Rad. Schade. Wird der Vorderreifen immer wieder platt. Ja. Ich dachte mir, wenn es ein Platten ist, dann müsste das eigentlich schneller gehen, weil das manchmal ein paar Tage hält. Nö. Wenn der dünn ist, weil er zu wenig Luft gefahren wurde, kann das auch schon mal ein paar Tage dauern. Weil genau, wie das jetzt, manchmal kann ich den aufpusten
Und dann ist 2-3 Tage gut, aber man merkt es auch manchmal über den Tag, weil langsam geht das runter. Und dachte ich mir, ist das ein Loch da drin oder ist vielleicht irgendwie das Ventil nicht richtig dicht oder sowas? Dann hast du das Ventil mal ausgeschraubt. Mach ich schon. Nein. Ja, mach das doch mal. Ja, das ist klar. Viel zu locker drin, das Ventil. Dann drehen wir es mal ein bisschen fester erstmal. Danke dir. Mit der Hand darf man es nicht rausdrehen können. Ach so, das heißt, wenn ich schon mit der Hand rausdrehen kann, dann ist. Dann wollen wir nicht wundern. Dann musst du dich nicht wundern. Nee, aber jetzt pumpst du ja eh nochmal nach, weil jetzt ist er platt. Ne? Genau, und dann probiere ich nochmal. Und dann probierst du es nochmal, weil jetzt ist es festgedreht. Perfekt. Wenn es natürlich nicht ganz fest drin ist, dann. Das ist halt gut. Dann war die aber Bescheid, dann mache ich dann vielleicht nochmal ein zweites Mal. Beim zweiten Mal sage ich, okay, dann muss er jetzt aufschalten. Ja, genau. Tut mir richtig leid um den. Um den Rad jetzt. Aber ewig keine Pflege. Und jetzt kommt alt mit einmal. Hier hat auch das Schloss gescheuert an der Stelle. Richtig tief. Richtig tief schon. Na gut. Okay. Ich bringe mal die Schokolade hoch. Das ist der Ring hier oben, wo dann dieser Konter reinkommt, dieser Keil. Zentrierstück. Und das ist das gleiche, was unten drauf ist. Den Gabelkonus. Der ist auch groß und für ihn ist das passend. Passt so, ja. Sieh die so, ja. So will ich halt auch nicht machen. Tja, und dann. Ich kann mir das nur so vorstellen, dass man dann die Gabel irgendwie so. Bisschen was handeln darf. Nehmen wir mal die 2 Bretter da. Mit Holz, na gut. Mit Holz, na gut, ja. Das ist sehr gut. Aber ich mache mal vorher ab. Wenn es jetzt die Original kennen, den Gabel wäre, würde ich es ja verstehen, aber bei dem Rahmen, also der ist tatsächlich so, ist er echt durch. Ja, der hat noch mehr. Der hatte noch mehr, dann hat er. Ich weiß auch nicht, wer hier was versteckt hat, aber das. Lass ich jetzt mal so, wenn er. Der und das sieht so wie eine Pressur, sieht das aus mit dem Kabel, wenn er sowas. Ja, keine Ahnung. Hier, sieht so aus, als würde jemand was verstecken wollen. Meine Idee, aber. Den Steuer, das brauchst du eh nicht mehr. Den Steuerkopf da, den kannst du ja absägen, aber dann ist die Gabel nicht frei, oder? Nee, die Gabel ist deine Marsch. Nee, du musst ja, also wenn du jetzt hier absiegst, ist das dann. Ist die Gabel trotzdem am Arsch. Ist die noch drin? Nee, achso. Der hat den steckt, ja. Richtig, das Holz. Boah. Da hat noch nicht dieser ordentliche Öl reingekippt. Ja, ist doch drin, hörst du da? Ich hab da. Das hört sich nicht so an. Rostlöser und WD-40 und alles Mögliche. Ja, das ist jetzt die Meisterarbeit, die Bewegung. Problem ist ja auch, dass das nicht. Okay. Aber jetzt
Als Notfalls, bevor er sich nur in Gabel besorgt, kann er noch fahren, oder? Mit dem. Muss warten. Ich hab Zeit. Ich hab erstmal die Leiche weg. Er hat sich die Scheiße hier ausgedacht. Ja, gut, jemand, der Langeweile hatte und Bock hatte, irgendwas mit Gunnar zu vermischen. Warte mal, nicht schalten. Lass mal los ein bisschen. Genau, nur so. Festhalten. Na, nicht kippen. Boah. Ja, jetzt steht. So, das machst du. So. So, super. Das hast du mal gehört. Ja. So, hier ist weg. Neuer Steuersatz, der Rest vom Steuersatz. Ja gut, den lege ich natürlich beiseite, aber... Den nehme ich erstmal mit, aber soll ich das irgendwie mit Fett oder irgendwas einfetten, bevor ich das wieder reinbaue? Ja. Wenn du das wieder machen willst, dann ja. Dann musst du erstmal das bestimmt erstmal haben. Ja. Hier, die passt ganz gut, die Gabel. Papa! Ja! Hallo! Brauchst du was Spezielles? Hallo! Willst du reinkommen? Ist alles gut? Ich brauche eigentlich nur ein Schnellspann auf dem Hinterrad, Mountainbike. Ja. Schlauch? Ja, okay. Papa? Hm? Schnellspann. Hier ist ein, ja. Der Chef besorgt dir einen Schnellspann, würde ich sagen. Ja. Mensch, ich quatsch hier dumm und dämlich und dann ist die Kamera davor. So ein Bullesen. Hast du den Einkaufsduty gefilmt hier? Für einen Schwachsinn, wa? Mensch. Sind wir wieder alle verschlafen hier? Das Gute ist alles wieder weg. Die ganze Situation ist alle weg. Meine Situation. Schraubst du mal wieder rein. Kannst du mal wieder drin schrauben? Schraubst du mal. Schraub ich mal, ja. Schraubst du mal? Kannst mal schrauben. Wir alle in der Hand, ey. Zwei Stunden schon voller Schweigen der Lämmer. Ja, also ich hab auf jeden Fall zentriert. Schön. Raddrehen, vorher und nachher. Ja, schön. Von wegen. Jetzt noch mal Zeit. So, jetzt ist er aber... Oh, ja, jetzt ist er fest. Gut. Achtung. Muss noch ein bisschen. Zieh das an. Das stimmt nicht. Keine Fließfett. Boah, mir so schön. Ich bin ein armer Student, sagen sie alle. Ah ja, die studieren ja alle viel zu viel, die Jungs. Dann sind sie alle blöd. Verdienen dann irgendwann Millionär. Ja, echt. Aber. Ja, wollen erstmal viel lernen. Ja, was läuft bei dir? Huni, sehe ich nur hier überall Hunis. Überall Hunis, ja? Das wär super. Ja, jetzt gerade tatsächlich der Auftrag mit dem Diamant freut mich doch sehr. Da kommt kann man nicht meckern. Kommt ein bisschen Geld rein. Kann man nicht meckern, oder? Kann man nicht meckern. So, guten Tag. Wem gehört das hier? Das gehört irgendjemandem. Eigentlich dir, ja? Nee. Aber man muss drauf was gemacht werden, oder? Ja, siehst du. Ja. Siehst du es nicht? Die Seite. Den Unfall? Boah. Deswegen so ein Poller einfach. Poller ist da gegen. Wo kriegst du da die Pedale? Ey. Ja. Da hat sich Fahrrad von seinem Bruder geborgt und er will seinem Bruder nicht sagen, dass er kaputt gemacht hat. Ach du Scheiße, aber der merkt es doch. Deswegen muss ich total, ja. Genau die gleiche Pedale. Also die Pedalen. Mit Pedalen lass ich? Oder kriegst du die gerade? In der Rasse. Die Pedale lass ich. Also biegst du die gerade aber, oder? Nee, mach ich nicht. Hä? Da mach ich nicht, ich biege da nicht darum. Kelle Rad kann ich tun. Wo hat er den Unfall gehabt? Hat er gesagt? Er ist gegen irgendeinen Poller gefahren. Gegen Pfeiler? Ja, so ein Poller, ein schon... Fahrradbegrenzungsweg. Weißt du was, Scheiße? Aber der hat doch die schon. Nee, der hat auch diese Bremsen. Ja, das ist kacke. Wenn man nicht Rennrad fährt,
Die Bremse ist auch kaputt hier. Die Bremse ist komplett ausgebrochen. Den kriegt allerdings nicht neu so einfach. Er ist einfach hängen geblieben an so einem Poller. Wie macht man denn das? Ja, man kann nicht mehr zur Bremse, weißt du? Man will bremsen und man weiß nicht, was man macht. Aber du kannst doch ausweichen, den Poller. Nee, es ist so, du überlegst zwei Dinge auf einmal. Ich kenne das genau. Und bis dann die Bremse kommt, bist du schon gegengefahren, wenn du gerade noch umgestellt hast. Hallo, Madame. Reagieren oder was? Wie geht es Ihnen? Schön. Du redest wie so ein Sprechautomat, das ist toll. Du bist der Automat in der Ecke. Sprechautomat in der Ecke. Haben Sie einen Wunsch, Madame? Nein? Sie möchten nur ein bisschen Zeit mit Ihrem Papa verbringen? Ja, bitte. Oder haben Sie was anderes vor? Ich wollte mal. Kannst du mir mal einen Achterschlüssel geben, bitte? Da mal einen Kettenring, Schutzring. Nee, ja. Ja, also ich bin nicht dein Papa, ich frag. Aha, ich bin der Sprecher. Hey, ich bin der Großvater. Der Klassensprecher vom Papa. Ja, ich bin der Anwalt. Bitte? Danke. Okay. Schön. Danke. Du wurdest vorgeschickt von deiner anderen Schwester mit? Oder? Nein, sie ist die immer die Leute vorschickt. Ach. Ja. Du bist ja kein Hilfsreiber. Aber jetzt mache ich das nicht mehr. Jetzt machst du jetzt. Jetzt läuft sie selber. Sie hat sich ja abgelassen. Mittlerweile läuft sie schon rein. Weil du merkst, dass die den Auftrag nicht herzlich genug ausführen. Da musst du selber. Nee, mit nicht genug Herzblut drinstecken. Nee. Wenn Lumen kommt, die fragt dann hoch und sagt, okay. Du gibst dich nach, ne? Mein Herz lang. Du bist stabil. Wie deine Kaloschen. Kaloschen? Kaloschen. Wer will mal drin? Ey, mein Fahrrad steht da noch oben, oder? Ja. Danke. Echt mal aufpassen. Nicht mehr lange. Bitte. Wann kommt Andi mit der Hund vorbei? Nein. Nein, nein. Ach, Maul mit dir. Du bist krank, ab ins Bett. Los, hopp. Los. Abmarsch. Aber du hast ein Elch an. Irgendwie Elch an. Ja, ganz schön. Ist noch an? Ja, läuft noch. 3 Stunden haben wir aufgenommen hier. So, Kieze Quatsch hier oben und ich habe mir mal einen Stuttgarter hier mal angebaut. Habe ich tatsächlich den Namen von den Nachbarladen. Ups, nicht meine Nummer. Oh, das kann man so schön festballern. Weißt du? Das ist brutal. Aber es ist Stahl. Da geht schon was. Das ist der Wheeler. Der Cruiser Wheeler. Hier ist nur Sirius Schrott und da ist der Chef wieder. Ja. Lässt mich jetzt hier anfangen oder irgendwas? Nee, lass gut sein. Du musst was drin. Zack. Ja, das ist. Na, die hat man ja nun fast, also vor ein paar Jahren erst gemacht. Mit sechs Spachteln. Ja, eben. Schöne Tür. Ja, das ist schon grün. Das ist ein Grüne, wie das hier drauf hier von dem Graffiti, wo sie rübergegangen sind. Ach, moin. Die Kollegen, wo ist das Bier? Also, ich hier ein Messer. Ich kann auch gerne noch mal vorgehen, wie ich ihn hole. Ja, ich habe gehört, ihr habt euch abgemüht. Wir haben uns abgemüht mal kurz, ja, aber ne, wir gucken. Aber habt ihr zufällig Kettenschlösser? Kleine, Mini-Kettenschlösser. Zicke-Zacke Hühnerdecke. Valentin? Ja. Dein Bier ist da. Euer. Zicke-Zacke Hühnerdecke. Euer. Na, oder? Hier habt ihr auch noch was auf Reserve. Was ist das? Ein Flicken? Nee. Nee. So? Kettenschloss. Nice. 7- oder 8-fach. Das ist aber nicht für Uniglide, aber das gibt's ja nicht. Was ist der Unterschied 7- und 8-fach? Also ist das gleiche von der Decke. Sind die dann stabiler, wenn du mehr Gänge hast oder sowas? Nee, die sind instabiler. Wenn du mehr Gänge hast, sind sie nicht so breit. Müssen die flexibler sein? Nee, die müssen dünner sein. Die müssen dann dünner sein. Also 7-8-fach ist schon gut. Also und 9-fach ist natürlich noch schmaler und 10-fach noch schmaler. Mit Rockstadt habe ich, da schwitzt man auch, Jungs. Danke. Das war lecker. Lecker, lecker, lieber Zuckerbäcker. So, 4 Stunden voller sinnlosen Blablas. Ach, was ist denn hier los jetzt? Hab ich nichts geschafft heute. Thank you.
Nummer. Kette ab. Licht, Bleche, Schaltung, Hinterrad, plus Bremse, Vorderrad, Kette. Dann machen wir noch Bremse, Vorderrad vorbereiten. Vorbereiten Gewühren nochmal auch. Dass das bescheiden läuft. Also der, wenn er das macht, ja, aber wenn er das so machen lässt, professionell, kostet das sowas ja auch nicht Geld. Naja, was sagst du denn da, 80 Euro oder mehr? Sowas kostet eigentlich mehr. Das ist eine Restauration. Naja, nee, also diesen, das Teil da. Okay, Feierabend, lassen wir dabei. Eine Bremse muss ich bestellen noch. Steuersatz, Bremse. Dann schauen wir mal. So. Ach, na super. Jetzt liegt alles hier rum. Na gut, ich esse die Reste. Auch wenn ich alleine bin. Was die Sünde zum Abendbrot. Pommes. Und zwar kalte. Nuggets. Okay, liebe Leute. Ich würde mal sagen, ich verabschiede mich für heute von euch. Es war schön, dass ihr zugeguckt habt wieder. Jetzt schneide ich das mache ich zusammen. Ich wünsche euch noch eine liebe Nacht. Macht es gut. Bis dann. Ciao. Sag Icke.